ein extrem gelungener Saisonauftakt für die Tischtennissaison 2016-2017. Man soll natürlich den Tag nicht vor dem Abend loben, aber Dr. Nico Christ präsentiert sich hier in hervorragender Form und hat damit sehr gute Aussichten. Seine Mannschaft, sein Team, den TV Hildesheim. Für manche vielleicht richtig überraschend, zu einem großartigen Erfolg zu bringen, nämlich einen 3:2-Sieg im TV Hildesheim. Beim TSV Bad Königshofen. Und kaum habe ich ihn gelobt, da kassiert er schon 2 oder gar 3 Bälle hintereinander. Und es wird nochmal dünne Luft. Jetzt die ganze Erfahrung ausspielen. Guter Aufschlag. Stoppen. Kilian Ort, Schulterverletzung, wir wissen es alle, lange Pause. Etwas gehandicapt durch den Trainingsrückstand. Trotzdem nur Hauchdünn verloren gegen einen großartig aufspielenden Petrobad. Alexander Fleming. Ein Einzel gewonnen, eins verloren gegen den neuen Japaner, der Königshofer. Könnte hier in wenigen Sekunden einen großen Freudentanz geben für Hildesheim, aber noch echt der treue Anhang der Königshofer hier am Pushen. Das hat er nicht ganz zu Ende gespielt. Schön Rückhand und dann irgendwie doch stehen geblieben. Vielleicht insgeheim hoffen, dass das schon war, dass er bald auch mal zurückkommt. Aber kam zurück. Nico hat Aufschlag und die Aufschläge sind schon ein Plus in diesem Spiel für ihn. Könnte ein leichter Vorteil sein. Aber um ganz sicher zu gehen, also hier noch einmal die Auszeit. Diesmal glaube ich von den Mannschaftskollegen aus Hildesheim genommen. Damit da nichts mehr anbrennt, das will man sicher jetzt nach Hause schaukeln. Hier für David. Ersatzmann Dennis Dickert, von Beruf Pilot, leider beim Vorbereitungsjahrgang zur neuen Saison nicht aktiv wegen leichter Verletzung. So, guter Aufschlag und dann gegen. Thank you.
zaghaft. Du musst ja schon zur Runde drücken, aber etwas konsequenter. Jetzt nicht einbrechen. Punkt. Jo! Glück, Glück, natürlich Glück. Da hat er sehr viel riskiert, wenn ich mich mal. Eigentlich ein richtig guter. Dieser Philipp Verlüter. Viel aufgelegen, ich mal Challenger trainieren. Hat eine ganz gute Entwicklung gemacht, gerade im letzten Jahr. Gegen den 3:1 zu gewinnen. Ist schon was richtig Starkes. Ja, das war nicht nur ganz stark gespielt. Zeliga hat es hier noch einmal mit diesem schnellen Aufschlag auf die Rückhand probiert. Mit dem er schon den ersten einzigen, nein, den zweiten und einzigen Satz gewonnen hat. Liebe Zuschauer, wir haben zum ersten Spiel leider nicht ganz gelangt für Bad Königshofen, aber herzlichen Glückwunsch an die Gäste aus Hilberstein, meistens weiß, das war Erfolg gewusst. Ja, auch für die Gäste. Es wird jetzt eine etwa 10-minütige Pause. Die neuen Spiele müssen angegangen werden, aufgeschrieben werden, es muss festgelegt werden, wer in einzelnen Partien dabei ist. Und wenn die 10 Minuten vorbei sind, geht es dann weiter an der Platte 1, hier Bad Königshofen gegen Köln-Wettersbach 2. Und hier am Tisch 2 spielt dann Hilpolstein gegen Mainz. 10 Minuten Pause etwa und dann die beiden Begegnungen jeweils 2. Bundesliga gegen 3. Bundesliga.